Wie gehen Sie damit um, wenn Sie beschenkt werden? Einen herzlichen Gruß heute aus dem beginnenden Advent aus dem Sinnzentrum in Salzburg. Viele, die ein Geschenk bekommen, die sind dann ein bisschen in die Knie, zurückhaltend, wollen es nicht annehmen, sagen, das ist ja gar nicht nötig und fühlen sich verpflichtet, dann auch gleich wieder etwas zurückzuschenken. Manchmal sind Geschenke, so wie man das aus der griechischen Mythologie kennt, auch wirklich eine gefährliche Geschichte, wie das trojanische Pferd, das ja ein Geschenk ist, aber doch etwas verbirgt, das eigentlich die Trojaner nicht wollten. Wie geht's uns, wenn wir ein Geschenk bekommen? Lassen wir uns beschenken? Ich würde sehr dafür appellieren, dass wir nicht nur die kleinen Geschenke, sondern auch das große Geschenk des Lebens immer wieder dankbar annehmen. Dass wir uns beschenken lassen vom Licht am Morgen, dass wir uns beschenken lassen vom Wasser unter der Dusche, vom guten Frühstück, und so können wir durch den ganzen Tag gehen. Von den Menschen, die uns begegnen, und von allem, was so auf uns zukommt. Alles, was uns begegnet, kann ein Geschenk sein. Manchmal ist es vielleicht eine Herausforderung, manchmal ist es eine Lerneinheit. Aber in dem Sinn darf und kann alles ein Geschenk sein, wenn wir es nur annehmen. Ich sage gerne einen Satz: Das Leben meint's gut mit uns. Und wenn wir verstehen, dass dieses Leben uns fördern möchte, dann ändert sich die Perspektive, dann entwickelt sich etwas. Und dann sind wir nicht mehr gefangen in Angst, in Verpflichtungen, in missverstandener Verantwortung, in aufgezwungenen Werten. So ist es, wenn wir Geschenke annehmen. So ist es aber auch, wenn wir Geschenke geben. Wenn wir Geschenke geben, frei heraus, ohne uns etwas zu erwarten, einfach so, dann ist das befreiend, schön, stärkend. Es hat schon was für sich, dass die Geschichte des heiligen Nikolaus eine ist, dass er diesen armen Kind in der Nacht ins Fenster oder ins Bettchen die Goldkugeln legt. Niemand sieht ihn dabei, niemand entdeckt das, und es ist trotzdem ein großes Geschenk, das diesem armen Kind Leben ermöglicht. Wenn wir etwas geben, dann geben wir es aus ganzem Herzen. Wir haben vor einigen Wochen das Fest des heiligen Martin gefeiert. Da geht es ums Teilen. Da teilen wir etwas. Jetzt kommt das Fest des heiligen Nikolaus. Da geht es ums Verschenken, ums Freihergeben. Ich bin manchmal ein bisschen skeptisch über, und Sie sicherlich auch, über diese ganze Dynamik des Schenkens zu Weihnachten. Und jetzt sind noch dazu im Moment die Geschäfte geschlossen und wir können nichts einkaufen und wir können es nicht tun. Ich glaube, wir dürfen uns reduzieren oder zurücknehmen und sagen, was wollen wir denn wirklich schenken? Was geben wir aus freiem Herzen? Und dazu braucht es kein Shopping. Und lassen wir uns beschenken. Nehmen wir das Geschenk des Lebens, nehmen wir das Geschenk der Liebe, der Freundschaft, der Zuneigung an. Und dazu braucht es kein Weihnachten. Das kann immer passieren. Also, als ein kleiner Impuls heute, lassen wir uns beschenken. Ohne gleich, dass in uns das hochkommt, ja, wir sind ja verpflichtet und wir müssen was tun und wer weiß. Und geben wir, ohne uns etwas zu erwarten. Zwei Dynamiken, die, glaube ich, gut in diese Zeit passen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich immer wieder geschenkt, beschenkt fühlen und mit großem Herzen und einfach mit Leichtigkeit weitergeben können. Weiter schenken können. Einen schönen Abend.